Zahnprothetik, Herstellung Natta, ein viertlerlich aussehender Ersatzzahne. Ein strahlendes Lachellen ist nicht nur Schaen anzusehen, sondern auch ein wichtiger Bestandteil unserer persönlichen Ausstrahlung. Doch was passiert, wenn uns ein oder mehrere Zähne fehlen oder beschadigt sind? Hier kommt die Zahnprothetik ins Spiel, die es uns ermöglicht, Natta, ein viertlerlich aussehender Ersatzzahne, zu erhalten. In diesem Video werden wir uns genauer mit dem Thema Zahnprothetik beschäftigen und wie die Herstellung von Ersatzzahnen funktioniert. Zahnprothetik ist ein Bereich der Zahnmedizin, der sich mit dem Ersatz von fehlenden Zähnen oder beschadigten Zähnen befasst. Dabei werden verschiedene Arten von Prothesen verwendet, je nach Bedarf des Patienten. Zu den gängigen Formen der Zahnprothetik gehören Vollprothesen, Teilprothesen, Bra-1/4-Zähne und Implantate. Jede dieser Prothesen hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, je nach individueller Situation des Patienten. Die Herstellung von Ersatzzahnen beginnt in der Regel mit einer Ausfahr-1/4-herrlichen Untersuchung des Mundes und der Zähne des Patienten. Der Zahnarzt wird dabei den Zustand der Zähne A1/4/Bra1/4-Fen, um festzustellen, ob eine Prothese benötigt wird und welche Art von Prothese am besten geeignet ist. Anschließend werden ab 3/1/CKE des Mundes genommen, um eine individuelle Prothese herzustellen, die perfekt zu den restlichen Zähnen passt. Bei der Herstellung von Vollprothesen werden Zuna-CHST-Modelle der Kiefer des Patienten erstellt, um die genaue Passform der Prothese zu gewährleisten. Anschließend wird die Prothese aus einem speziellen Kunststoffmaterial hergestellt, das sowohl robust als auch ästhetisch ansprechend ist. Die Farbe und Form der Zähne wird dabei sorgfältig ausgewählt, um ein natter 1/4-liches Aussehen zu erzielen. Teilprothesen hingegen werden verwendet, wenn nur einige Zähne ersetzt werden mal 1/4 cm. Dabei werden die neuen Zähne an einem Gera 1/4 cm befestigt, das wiederum an den verbleibenden Zähnen oder dem Zahnfleisch befestigt wird. Dies ermöglicht eine sichere und stabile Befestigung der Ersatzzahne und sorgt dafür 1/4 eher, dass sie fest im Mund sitzen. Bra-1/4-Zähnen sind eine weitere Form der Zahnprothetik, bei der fehlende Zähne durch K1/4-nestliche Zähne ersetzt werden, die an den benachbarten Zähnen befestigt sind. Dies ermöglicht eine feste und dauerhafte Lassung FA1/4 eher fehlende Zähne und bietet eine ästhetisch ansprechende Option FA1/4 eher Patienten, die ihre natter 1/4-liche Zahnreihe erhalten möchten. Implantate sind die modernste Form der Zahnprothetik und bieten eine dauerhafte Lassung FA1/4 eher fehlende Zähne. Dabei werden K1/4-nestliche Zahnwurzeln in den Kieferknochen eingesetzt, auf die dann die Ersatzzahne befestigt werden. Implantate sehen nicht nur natter 1/4-lich aus, sondern FA1/4-len sich auch wie echte Zähne an und ermöglichen es Patienten, wieder uneingeschränkt KT zu essen, zu sprechen und zu lachen. Insgesamt ist die Zahnprothetik eine wichtige Disziplin der Zahnmedizin, die es ermöglicht, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, die unter fehlenden oder beschadigten Zähnen leiden. Durch die Herstellung von natter 1/4-lich aussehenden Ersatzzahnen kann den Patienten ihr strahlendes Lachellen zura 1/4 cm gewinnen und wieder selbstbewusst auftreten. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Herstellung von Ersatzzahnen ein individueller Prozess ist, der eine genaue Planung und Betreuung durch einen erfahrenen Zahnarzt erfordert. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Prothese perfekt passt und das natter 1/4-liche Erscheinungsbild des Patienten wiederherstellt. Insgesamt bietet die Zahnprothetik eine Vielzahl von Lassungen FA1/4 eher Patienten, die unter fehlenden oder beschadigten Zähnen leiden. Durch die Herstellung von natter 1/4-lich aussehenden Ersatzzahnen kann den Patienten wieder uneingeschränkt KT lachellen und ihr Leben genießen.